Ihr braucht diesen Mod unbedingt, wenn ihr realistische Geburten bei Sims 4 haben wollt. Ihr könnt mit dem Mod nämlich entscheiden, wie ihr das Baby bekommen wollt. Es gibt die Auswahl zwischen Geburtenmaschine, das ist das klassische Sims 4 Foltergerät, eine natürliche Geburt, einen Kaiserschnitt oder einer Geburt zu Hause. Da gibt es dann zwei Optionen, entweder in diesem Wasserbecken oder auf dem Bett. Seht euch an, wie unfassbar süß das ist. Oder hier, dieser Sim bekommt gerade Zwillinge im Krankenhaus und kuschelt dann auch noch mit denen. Ja,